Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Der Silvan packt aus und gibt seinen Kommentar dazu ab. Besser nennt sich das auch Unboxing, aber ich nenne es jetzt mal so. Und ich habe zwei neue Pakete hier. Einmal von Galaxus und einmal von Kranik. Das ist nicht angeschrieben. Und ich würde sagen, zuerst machen wir das kleinere Paket auf und darauf muss ich jetzt die Kamera ein bisschen abrichten. So, jetzt solltet ihr es sehen. Also da innen ist zuerst mal auf von dem Ding, wo man kann. Guck mal. Wo jedes Kind die Freude daran hat und vor allem auch meine Katze. Da innen befindet sich so ein Kamerading. Das heisst, es ist der, wo man so einen Rucksack da hinmachen kann und nachher die Kamera da reinhängen. Und ich sage, nehmen wir das mal raus. Und ich habe das schon mal vorher angeschaut und das Verpackung ist gar nicht so einfach zum Aufmachen. Da zum einen haben wir dann eine Bedienungsanleitung, aber brauche ich nicht. Dann da noch so ein schwarzes Säckchen. Und da hinten hast du zum einen einen Schraubenzieher. Also, warte, so das Ding, um nachher das hier anzuziehen, die Schraube, dass das nachher auch wirklich Bombe an deiner Kamera sitzt. Und auf keinen Fall runtergeht. Und dann haben wir das hier. Zum einen da, wo die Kamera drankommt. Und das, wo an die Kamera hinkommt. Ja, ist jetzt etwas gleich. So, dann haben wir zum einen das hier. Das Teil hier. Das kommt nachher unten so an die Kamera hin. Ich kann es mal der zeigen. So, dann haben wir hier die Kamera. Und dann haben die das als Loch. Und das Gewind kommt jetzt nachher einfach da rein. Nachher können wir das dort rein drehen. So, jetzt ist drinnen, hat man genau gezogen. Und dann müssen wir noch das rausnehmen, damit wir das rausnehmen können. Und da aufschrauben. Kann man da einfach aufschrauben. Und dann hat man hier so ein Teil. Und dann zeige ich das jetzt mal schnell, bevor ich das irgendwo hin mache. Dann kann man da das so, wenn man nach der Kamera einfahren, dann hebt das da. Das geht dann nicht raus. Hebt die Bombe sicher. Und wenn das jetzt noch nicht genug ist, kann das da noch anziehen. Dann kann man das da noch anziehen. Und dann schließt sich da innen so ein Klappe. Also kommt so ein Teil raus und dann kann man das nicht einmal mehr rausnehmen. Und so rausnehmen, wo man einfach hier auf den roten Knopf drücken. Und dann kann man das wieder rausnehmen. Weil da hat es so ein Fell. Wenn man den Knopf drückt, geht das halt raus und man kann es innen und rausnehmen. Das Ganze kann man natürlich auch für den Rucksack jetzt anmachen. Das heisst, man kann hier das eine Ding aufschrauben, da hat man hier das so offen. Hat das irgendwo einen Rucksack hin tun? Ich nehme jetzt mal schnell das Canon Kameraband. Kann man das jetzt zum Beispiel da hin tun? Und nachher mit dem anderen da hinten anziehen. So, dann ist das jetzt angezogen und jetzt seht ihr, jetzt hebt das da dran. Ich kann jetzt nicht voll anziehen, man kann es noch ein bisschen verschieben. Aber ja, jetzt mal das Prinzip, also eben, es hebt nachher da und das kann man auch irgendeine Tasche hin machen, das heisst, wenn man irgendeine Tasche mitnimmt oder so, kann man das dort natürlich auch hin machen. Und ich denke, das Ding ist einfach übelst praktisch, wenn man gerade so in die Ferien geht und irgendeinen Rucksack dabei hat und die Kamera nicht wie immer im Rucksack hin haben. Ja. Dann kommen wir zum Product Nummer 2. So, das zweite Paket machen wir nochmal auf und man sieht, es ist schon recht vollgestopft. Also, es ist gerade so alles drin. Und da haben wir zum einen. Ich habe gerade zwei bestellt, darum habe ich ja vor allem zwei. Haben wir das als Etui, also da fange ich natürlich vorne an, mit der Flinchertasche. Dann haben wir hier noch Verpackungsmaterial, dass das heiler liegt und nicht gerade so einklemmt. Da. Dann haben wir zum einen hier so eine Tasche, wo wir vorher irgendwelche Kabel, kleine Kabel oder so mitnehmen, rein tun. Und dann im grossen Fach hat man zum einen da nochmal Platz. Also da hat es auch nochmal einen Reissverschluss. Da hat es auch noch einen Reissverschluss, den man aufmachen kann. Und dann hat man hier auch noch ein Fach, um Sachen rein tun, neben dem. Und da halt. Und hier. So kleine Fächer, wo man ganz viel schlaues Zeug verstauen kann. Und dann nachher hier unten die drei grossen Fächer, wo Sachen, verschiedene Sachen reinkommen. Doch jetzt ist die Frage, was kommt denn genau dort rein? Und für das holen wir die zwei Sachen da rein raus. Nämlich habe ich mir zwei Action-Cams geholt. Wieso werdet ihr dann wahrscheinlich so richtig Sommer dann erfahren? Also, wenn ich sie nicht eh schon vorher gebraucht habe. Und dann würde ich sagen, jetzt packen wir das erst mal schnell aus. So, endlich erst auspackt und
Dann werden wir jetzt das da aufmachen. Das ist ja schon so ein Schutz. Und das ist ein Action Cam. Man merkt, dass das Ding eigentlich noch im Laden könnte verkauft werden, weil da hat es überall eine Schutzfolie drauf. Und das Ding, das man nachher aufhängt im Laden, aber ich habe es mir online bestellt. Dann, was haben wir hier? Dann schauen wir das jetzt mal schnell ab. Also, um genau zu sein, es ist Kit, also hier, Kitvision HD 5W. Und dann schrauben wir das mal ab. So, dann hat man hier eine Schutzfolie fürs Gehäuse. Mit dem Gehäuse kann man 30 Meter abtauchen und ist 30 Meter wasserfest. Und da hat man hier so einen Verschluss, also da Gummi am Rand, das natürlich dicht ist, kann man hier mit dem Verschluss so drauf und dann abdrücken. Dann hier verschiedene Knöpfe zum Einstellungen machen, wenn es normal wie es ist, und da vorne einen Knopf. Und dann haben wir da unten ganz so einen Griff und für das gibt es ganz viel Adapter. Ups. Da haben wir nochmal eine Bedienungsanleitung, wo da verschiedene Sachen drin sind, aber bitte. So, was haben wir da alles? Das Teil ist fürs Velo gemacht, das heißt, man kann es hier, kann man da den Lenker rein tun und nachher festmachen mit den zwei Schrauben. Action Cam oben drauf und man kann das schön am Velo filmen, wenn man am Velo fahren ist. Finde ich eine richtig coole Idee, weil so muss man immer die ganzen Filme, wenn man wieder fährt, kann man einfach das Ding vor den Händen tun. Oder auch wenn man mit dem Töffel unterwegs ist oder Töff, kann man natürlich alles machen. Dann haben wir hier eins, wo ein Loch hat. Also, das heisst, man kann es normal auf ein Kamerastativ schrauben und dann die Action Cam oben drauf. Ja, normal. Dann haben wir auch noch einen Mount Clip und zwei 90 Grad Adapter. Was ebenfalls noch inbegriffen ist, sind zwei so Helme, wo man dann einen Helm hin machen kann. Und dann nachher da anmachen mit dem Mount Adapter. Und nachher kann man die Kamera. So, da drauf tun. Und nachher auf den Helm. Auf den Tour, das heisst, wenn man irgendwie im TÜV unterwegs ist oder auch irgendwo am Skifahren ist, kann man das mitnehmen. Dann hat man da noch verschiedene Bändchen zum Festmachen von irgendwelchen Sachen, wenn man etwas fester machen will. Dass es einfach nicht abgeht. Genau. Und dann natürlich noch ein Aufladekabel und die Kamera ist aufladbar über das USB. Also über den Mini-USB, wenn Sie es fokussieren. Ja, ist aufladbar über so ein Mini-USB. Und das ist die Kamera. Und zum einen hat man hier hinten einen grossen Bildschirm, also Display. Dann davor hat man den Einschaltknopf, wo man das Ganze einschalten kann. Dann auf der Seite hat man so zwei Knöpfe zum Auf- und Abgehen. Und dann dazu braucht, dass man irgendwelche Einstellungen machen kann an der Kamera. Das heisst, im Zeitraffer-Modus schalten oder auch Slow-Mo-Modus oder normalen Modus. Und Fotomodus gibt ganz unterschiedliche Modis. Ist extrem gut auf dieser Kamera. Dann hier oben der Knopf zum Anfangen recorden. Und dann leuchtet also das Licht, dass man sieht, ja, die Kamera nimmt auf. Finde ich auch super. Dann das Ganze ist natürlich wireless. Das heisst, man kann das direkt auf sein Handy übertragen lassen. Dass man sieht, was die Kamera sieht, sozusagen. Dann hier unten das Ding, wo der Akku drin ist von der Kamera. Und da auf der Seite hat man Micro SD Karte. Die geht aber höchstens bis zu 32 GB. Ist ein bisschen schade, aber ja noch, was will man? Mehr immerhin hat man eine Action Cam. Und dann noch ein Micro, also HDMI Micro SD. Und halt zum Aufladen. So, in der Hülle sieht es nachher so aus, das Ganze. Und ja, ich denke, mit dem kann ich dann einige geile Bilder für euch aufnehmen. Und ich habe das natürlich auch für etwas ganz Bestimmtes bestellt. Wenn ihr aber dann erst erfahren werdet, wenn es dann so richtig Sommer zugeht und ich dann auch meinen Deutschland-Trip machen werde. Und dort werdet ihr auch erfahren, wieso ich nicht nur eine Kamera mitgenommen habe, sondern eine zweite. Aber ich würde sagen, das war es mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, ciao!